Hust, hust. Willkommen zurück. Dingsterbumster. Mir ist übrigens aufgefallen, das Ding hier heißt ja die Elfenbeinzitadelle. Hallo. Lustige Framebrüche, die ich mir wieder nicht erklären kann, weil sie ohne logischen Grund sind. Der Ort hier heißt die Elfenbeinzitadelle. Das ist mir so aufgefallen. Das ist. Wusste ich nicht. So, muss ich jetzt hier hoch? Oder komme ich da runter? Nee, weil ich muss hier, glaube ich, hoch, ne? Oder? Moment. Aber da der komische Vogel in die andere Richtung steht, glaube ich, dass ich hierher komme. Ja, hier komme ich her. Doch, doch. Doch, doch, hier komme ich her. Glaube ich. Ach, mein größter Erzfeind, meine Vergesslichkeit, wenn ich nicht weiß, so. Ja, doch, hier kommt ein Safe-Game-Ding mal hier. Komme ich hier oder komme ich hier nicht her? Mal, das sieht aus wie die Unterseite von da, wo ich in der letzten Folge war. Ah, ne, weil ich. Ach, stimmt, ich erinnere mich, weil dieser komische Geist, den ich keinen Schaden machen konnte, der die ganze Zeit durch ihn spielt, aber. Ja, stimmt, den gab es schon beim letzten Mal. Ich glaube, der greift mich aber auch nicht an, insofern. Was soll's? Oh. Was ist denn das für ein Vieh? Springt hier von einer Leiche zur nächsten und das ist. Warte mal, Moment, hier muss ich anscheinend ein bisschen vorsorgen. Oder. Moment, nein. Da sollte ich wohl auf keinen Fall ein Powerportal machen. Nein. Wo kann ich jetzt angreifen? Ja, das kann ich angreifen, sein, aber das ist. Wo fliegt das Vieh da hinten immer noch rum? Nee, auf jeden Fall muss man ein bisschen vorsorgen hier an der Stelle hier. Und kein Powerportal machen, weil sonst fliege ich wahrscheinlich gleich raus. Guck mal, da hinten ist das Vieh wieder. Was ist das? Sieht ein bisschen, das hat so drei kleine Insektenflügel, ne? Da hinten ist auf jeden Fall so ein lustiger Brunnen, wo so Zeug runterkommt. Na egal. Ja, okay, gut. Das passiert, wenn die mittlere Maustaste mal wieder nicht funktioniert, dann funktioniert das mit dem Springen nicht so optimal, sag ich mal. Oh. Also auf jeden Fall wäre hier, da wäre auf jeden Fall ein Schnellportal, wäre da der Untergang gewesen. Aber warte mal, da hinten. Da kann ich jetzt nicht einfach wieder zurückspringen durch mein Portal? Warte mal. Wenn ich jetzt da rauskomme mit einem Schnellportal. Bumm. Ja, wo fliege ich denn hin? Ich glaube, da möchte ich nicht lang fliegen, oder? Oder warte mal. Könnte ich das machen? Nee, es scheint mir auf jeden Fall nicht sicher zu sein, wenn ich da unten ein Schnellportal reinballere. Nee, dann kann ich da unten nicht anvisieren. Das ist ja klasse. Ach komm, springen wir mal durch. Mal gucken, was passiert. Ach nee, warte, das geht auch nicht. Warum ist denn da? Ach so, weil ich das als erstes gemacht habe. Egal. Was passiert, wenn wir das hier machen? Nein. Gut, ich sehe nicht allzu viele Möglichkeiten, wie ich da lang springen kann. Lassen wir das. Achso, ich könnte natürlich auch einfach über die Wand hier klettern, wa? Weil hier sind ja. Warte mal, nee, das geht auch nicht. Also da oben sind so komische Dingens, wo ich mich ranhängen kann, aber ich müsste erstmal so. Achso, nee. Ja, das ist natürlich. Was habe ich jetzt gemacht? Das ist natürlich klar, wenn man das Ding hier nicht sieht, dann ist relativ logisch, dass man das. Nicht weiß, wie es weitergehen soll. Dass er hier einfach so normal rennen kann, springt das wieder weg. Sag mal, darf ich dem Vieh immer nochmal begegnen, oder? Haut das jetzt ein bisschen alle Ewigkeit ab, weil ich weiß ja immer noch nicht so richtig, was das ist. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, da ich nicht aufgepasst habe, aber trotzdem. So, ich hätte voll abkürzen können, wenn ich das hier vorher gekonnt hätte. Also das Portal von da hinten an hätte anschießen können. Aber hier muss ich doch jetzt einfach nur reinrennen, oder? Ja, scheinbar. Das war ja einfach. Aber trotzdem, wer baut denn diese komische Elfenbeinzitadelle? Na gut, die Engel können fliegen. Ja, gut, Engel können fliegen. Die brauchen das nicht. Die brauchen nicht notwendigerweise immer noch Wege, aber. Vielleicht, wenn sie mal Besuch haben. Oh, ist denn das hier für ein Ratsaal? Kann man die Stühle kaputt machen? Ja, man kann. Das wirft schon mal ein tiefes Licht auf die. Ja, das ist doch eine Falle. Tot. Das sehe ich doch. Der Boden ist nicht sicher. Ah, ne, das ist viel wieder. Was ist das? Warte mal, jetzt können wir endlich mal den Namen sehen. Der Sykophant? Ah ne, es ist nur einer. Okay, gut. Das ist nicht der Sykophant, das ist irgendein Sykophant. Wenn ich hier nicht irgendwelche. Fuck, der macht sich unsichtbar. Man macht dann sowas. Hui, warte mal. Ich glaube, der hält nicht so viel aus, oder? Ja, ich glaube, das Starke an dem Vieh ist, dass er halt relativ schnell und mobil ist. Aber das bringt ihm natürlich null. Oder ihn null, wenn ich einfach. Was? Das hat ihn nicht getroffen? Wenn ich die einfach ernten kann. Sykophanten, warum gibt es denn jetzt aber einmal davon eigentlich so viele? Ey. Die sind ja genauso mobil wie ich. Verdammt. Ich komme ja auch nie dazu, meine Fähigkeit einzusetzen, weil ich immer in einer Rolle bin. Noch. Achso, ich. Ach ja. Deswegen komme ich nicht dazu, meine Fähigkeit einzusetzen. Aber zwei von denen sind schon echt lästig. Ja, ich glaube, das. Die steht nicht umsonst so viel Einrichtung da. Die steht ja. Die steht ja extra dafür da, dass man die. Oh, aua. Das hab ich schon bei Tod, wenn ich die Seite gebe. Aber ich könnte ja auch mal meine. Ich könnte ja auch mal die. Oh, ich könnte ja auch mal die blauen Tränke benutzen. Da ist noch einer. Da ist. Ich würde am besten. Ich würde am liebsten gerne beide gleichzeitig erwischen.
So, dann mach ich jetzt hier. So. Was? Er macht genau... Ist er, ist, wie lächerlich ist er denn? Er macht genau in dem Moment, macht er gerade seinen komischen Ausweich. Oh. Ich bin gelevelt. Das ist ja schön. Ich weiß ja immer noch nicht, was ich mit dem Level abmachen soll. Jetzt. Oh, das ist nicht für die Warzenschweine, dass die Viecher immer verschwinden müssen. Ach komm, ich kann das Führer einfach so platt hauen, wa? Oh. Was ist jetzt so ein Blitzhaufen da? Ist das... Hä? Also wie verwirrt mich diese Sykophanten hier, das ist... So, jetzt aber... Ja gut, ich kann es mir auch vollkommen sparen gegen die irgendwelche... Ach, der ist noch... Jetzt ist er tot. Ach so, die Explosion. Was sind denn diese Viecher? Möchte mir das irgendwie mal erklären? Ich meine, irgendwie, das so richtig rausgekommen ist das bis jetzt noch nicht. Außer dass ich jetzt übrigens hier die komplette Einrichtung zerlegt habe. Jetzt weiß ich nicht mehr, so richtig... Nein, ich komme aus der anderen Richtung. Ne, beziehungsweise ich kam aus... Der... Kam ich aus der Richtung? Ja, ich kam aus der Richtung, weil hier sind Portale. So, jetzt muss ich auch mal kurz. Will ich ja nicht. Ach, wenn ich hier ins Menü gehe, dann fängst du wieder an zu ruckeln. Das weiß ich. Sehe ich da jetzt schon kommen. Ist das ja endlich, Herr Lock? Achso. Ich habe mittlerweile 9 Fähigkeitspunkte offen. Ich kann Reaper-Sturm. Tutzerreißer in den Tonar. Ja, wir gehen in den Marschstrom. Ja, okay, gut. Kann ich. Achso, ich kann direkt mein Ult-Level. Das ist ja schön. Was habe ich? Ach, ja, was? Diamant geht. Geht Zertron. Und Raserei, Kostüm pro also wird einfach ganz schön stärker. Schadenspunkte pro Projektil bringt jetzt auch nicht. Was ist denn das hier hinten eigentlich noch für ein... Achso, das sind ja alles halt... Mir fehlen irgendwie so passive Fähigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, unaufhaltsam will ich alles nicht haben. Ja, tut dann bei jedem so angefangen sein. Ja, während unaufhaltsam aktiv, das will ich alles nicht. Ich kann wirklich nichts in meiner dummen Skills einsetzen, weil das sind alles so Fähigkeiten, die möchte ich eigentlich gar nicht leveln, weil die müsste ich aktiv einsetzen, das schaffe ich gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe hier meine Ernte, die ist ja doch ganz praktisch, aber pff, das war's dann aber auch schon, das haben wir jetzt hinten noch, und ja, unaufhaltsam, ja, das will ich ja auch nicht haben. Der Teleportschlag ist auch irgendwie Mist. Also den habe ich jetzt ja nur einmal aus Versehen gelevelt, das Nekromantenzeug. Ja, toll, ne? Da komm, ich hole mir noch Raserei, was auch immer das bringen soll. Dann, ach, siehst du, ich kann ja den komischen Hypersturm rausbauen. Dann machen wir das gleich noch. Dann werde ich jetzt noch ein paar Skillpunkte los. So. Schön. Schön, schön, schön. Dann kann ich noch. Ich kann ja jede Fähigkeit einmal skillen. Dann ist meine komische Skillleiste voll bis das Dach. So. Prächtig, oder? Jetzt kann ich hier richtig durchdrehen. Jetzt habe ich hier alle Möglichkeiten. Wahrscheinlich werde ich die Hälfte dieser Fähigkeiten andauernd aus Versehen einsetzen, jetzt wo ich die alle habe. Ach ja. Ach, hallo. Und tschüss. Wie viele Zornpunkte habe ich eigentlich? Steht das irgendwo? Oh. Ich sehe auf jeden Fall das Leuchtedingspunkt, das ich wahrscheinlich ganz dringend brauche. Stopp. Ja, also mir fehlt ein passiver Skillstream, weil ich vergesse das einfach viel zu oft, meine Fähigkeiten einzusetzen. Das ist. Da werden halt so eine, wie sowas wie du hast 5% mehr Crit-Chance, wär mir irgendwie erheblich lieber. Das wäre zwar wahrscheinlich total überpowered, aber. Jetzt mach hier. Ah! Ja, ich glaube, meine Maus verreckt langsam. Ja, ich spiele immer noch mit Maus. Bei Gamepad ging ja nicht. Und dadurch, dass mein Mausrad so langsam sicher die Grätsche macht. Guck mal, da hinten ist sogar normales Wasser, Mensch. Ja, dadurch ist es ein bisschen schwierig, hier die mittlere Maustastfähigkeit einzusetzen. Besser bekannt als die Portalkanone. Mal, komme ich da irgendwie ran? Kann ich da irgendwie schummeln? Jawohl, ja nicht. Ich muss wahrscheinlich rumrennen. Und das sieht mir schon wieder sehr nach, um welchen lustigen Rätseln aus, wo ich mich zweiteilen muss. Macht man das hier Schönes? Ja, natürlich ist das ein Rätsel, wo ich mich zweiteilen muss. Da brauche ich gar nicht weiter gucken. Ich ahne ja, dass ich einfach... Ich kann sogar meine... Mann, das ist so unglücklich. Das ist so unglücklich gelöst mit diesen Dings hier. Ach, hier hinten ist noch so ein Ding. Oh, das Rätsel ist komplizierter, als ich dachte. Weil ich dachte, ich muss hier einfach nur an das Ding daran. Achso, das dreht das nächste Teil. Achso, warte mal. Moment. Mann. Kommt ja. Stopp! Was auch immer du bist. Hau das Vieh jetzt wieder ab. Nee, warte mal. Bevor ich hier noch großartig was mache, drehen wir mal weiter. Mann. Ah, diese. Ah! Hallo, welche Richtung soll ich denn hier drehen? Gar nicht? So, jetzt ist die richtige Seite offen. So, jetzt kann ich nämlich. Moment mal. Hä? Ist jetzt nicht immer noch die... Hä? Die Seite war doch gerade schon offen. Ich will die andere. Verdammt. Die hier, genau. Da, wo das ganze Zeug vorsteht. Genau, und jetzt, Wie, ich kann da... Was ist das für eine Lächerlichkeit? Das ist doch wohl gut sichtbar, das Portal. Also mal ohne Witz, dass ich das da nicht... Dass ich das da nicht freischalten kann, ist ja wirklich, dann ist da auch noch eine Kiste. Und vor allen Dingen viel wichtiger, da unten ist ein Portal. Jetzt komm her, hier, so komisches Vieh. Nervt mich nicht. So, und jetzt könnte ich wahrscheinlich mit meiner...
mit meiner echten Variante wahrscheinlich da vorne ranspringen. Mal sehen, was mir das bringt. Kann ich das eigentlich gegen den Baum fahren? Weil ich meine, wenn ich jetzt auf der anderen Seite des Portals einfach ein Portal woanders hinschieße, dann komme ich ja nicht wieder zurück. Glaube ich. Mann. Diese Viecher sind... Das ist echt ärgerlich in diesen Viechern. Die können höher fliegen, als ich schlagen kann. Dann machen die so eine komische Attacke von oben und dann... Was ist das denn hier schon wieder? Ach, nein, die... Was? Also ich glaube, ich muss doch mal an das Labyrinth des Seelenlenkers. Also mittlerweile finde ich so viele Schriftrollen von diesen Dings hier. Da sollte ich mich da nicht mittlerweile 1A auskennen. So, warte mal. Jetzt kann ich hier... Was machen? Wer weiß. Aber zumindest ist ja schon mal offen. Ich ahne ja, dass ich das Ding hier auch nochmal für irgendwas brauche. Warte mal, ich kann das auch... Achso, ich kann das... Kann ich das hier mit hochnehmen? Das hätte ich rausschieben müssen wahrscheinlich für irgendwelche Zwecke, aber ach, na egal. Das wird sich hoffentlich noch zeigen, wofür ich das Ding brauche, weil das... macht mir das nämlich so ganz klar. Und dann kann ich dann hier wieder mich zweiteilen. Wow, außer die... Achso. Ja, ich sehe schon den Plan. Das einzige Problem an meinem Plan ist jetzt bloß gerade... Ja, das große Problem an dem Plan ist nämlich, ich müsste jetzt eigentlich woanders stehen. Weil dieses Portal da unten, also wenn ich jetzt ein neues Portal mache, dann... Warte mal, dann wird das alte überschreiben, was mein Rückweg aktuell gerade ist. Und ich komme hier nicht wieder raus. Oh, doch, warte mal, ich komme hier locker wieder raus. Achso, dann ist das kein Problem. Schaffe ich das eventuell sogar zu Fuß? Also mit der Mr. Geister gestört? Ich meine, das ist doch ganz schön lang, weit weg. Aber in die andere Richtung ging es ja auch nicht, oder? Warte mal, vielleicht finde ich irgendwie ein bisschen aus der Entfernung. Ja, es geht aus der Entfernung. So, und jetzt? Theoretisch, warte mal, jetzt mal. Jetzt komme ich wieder zurück. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich dachte eigentlich, das reicht schon, dass ich jetzt die beiden Portale verbunden habe. Die müsste doch... Achso, das Ding ist ja auf der Innenseite immer noch. Warte mal. Also ganz ehrlich, diese Drehdinger sind so hässlich, dass man nicht einfach vorwärts drücken kann. Nein, man muss immer in die richtige Richtung drücken. So, warte mal. So. Hallo? Ich hasse diese... Ganz ehrlich, ich hasse diese Drehdinger. Oh Mann, jetzt muss ich das wieder in die andere Richtung drehen, oder was weiß nicht, geht. Die sind so lästig. Hallo, dreh doch mal weiter. Das geht einfach nicht. Warte mal. So, warte mal, wenn ich jetzt... Jetzt kann ich was machen? Ich denke mal, ich muss mal kurz meine Statue umparken. Weil die aktuelle Version... Ach, scheiße. Ja. Wenn man gerade aufhört, die Statue umparken, war natürlich auch ein klasse Ansatz. Wenn ich die zu weit wegpacke, geht das ja auch nicht. Na, guck mal, auf jeden Fall, kann ich den von hier aus anvisieren? Moment. Schieß doch! Oh Gott. Hui. Ja, ich kann ihn auf jeden Fall anvisieren. Erfolgreich. So, dann muss ich jetzt nochmal kurz hier wieder zurückspringen. Ich glaube, ich mache mir das gerade viel zu kompliziert, weil ich das mit den... Ja, ich mache mir das viel zu kompliziert. Weil ich bin gerade viel zu sehr darauf erpicht, dass ich hier das... Dass ich das Portal behalte beim Dings. Boah, das ist die falsche Waffe. Damit kann man garantiert keinen Dings machen. So, warte mal. Jetzt müsste ja eigentlich... Moment. Warum ist denn jetzt hier nicht hier... Ja, genau. Jetzt ist nämlich hier nicht das Portal da, aber... So, mal gucken hier. So, ja. Aktuell laufe ich damit mehr oder weniger im Kreis. Aber wenn ich jetzt hier... Schiebe! Wenn ich jetzt hier einmal durchdrehe... Dann müsste ich auf der anderen Seite rauskommen, was total doof ist, weil ich da anscheinend ein Schnellportal für brauche. Na, herzlichen Glückwunsch, aber auch das hat mir natürlich wieder keiner vorher gesagt, dass ich dafür jetzt ein schnelles Portal brauche. Jetzt muss ich wieder diese... Ich leide Schmerzen, wenn ich diese dummen Dinger hier durch die Gegend schieben muss. Kann ich das überhaupt noch? Wie, ich muss das jetzt mit einem anderen Portal überschreiben, bevor ich das machen kann? Vor allem, weil ich hier nicht so... Mal ohne Witz, jetzt muss ich das wirklich mit irgendeinem anderen dummen Portal... Jetzt ernsthaft? Nur weil ich das nicht gleich jetzt Portal gemacht habe? Oder warte mal, kann ich vielleicht auch einfach durch das Portal hier das andere Portal anschießen? Ne, warte, andere Richtung ist das Ding. Ja, so, jetzt. Ach so, ja, ich könnte natürlich auch einfach loslassen, das geht natürlich auch. So, kann ich jetzt nicht einfach...
Ugh. Obwohl, warte mal, ist doch gar nicht so schlimm, oder? Nee, halt, das habe ich nicht. Hä? Wo ist mein Portal? Ach komm, ich springe jetzt einfach mal durch. Mal gucken, wo wir landen. So, jetzt lande ich hier. Das ist ja schön. So, und wenn ich jetzt mal wieder die Gestalt wechsle, mal wieder das Ding hier durchdrehe, dann müsste ich doch eigentlich... Kann ich überhaupt die Tür? Ja doch, die Tür kann ich... Mann! Ah! Das ist diesen Mist ja ausgedacht, mit diesen Ziehen. Das ist immer die, man muss immer die richtige Richtung drücken. Man kann nicht einfach nur geradeaus. So, jetzt habe ich jetzt hier so ein 1A-Dingens. So eine Kugel hier halt. So, nu? Ich meine, die kann ich aber schlecht mitnehmen. Und irgendwie bezweifle ich, dass das Kugeldingsi hier so viel Reichweite hat, dass es... Wo muss es eigentlich? Okay, versuchen wir es mal. Guck mal, wenn ich jetzt hier loslasse, dann ist wahrscheinlich auch alles im Argen, ne? Ja. Egal. Ich sollte es aber zumindest schaffen, mit der Gestalt hier so weit zu kommen. Ich frage mich immer noch, wofür der Block eigentlich gut sein soll, weil der hat bis jetzt noch nicht so viel Sinn ergeben. So, und jetzt... Hat jetzt die andere Kugel was davon abgekriegt? Das ist jetzt leider nicht so ganz ersichtlich. Achso, weil da wird sie wahrscheinlich noch nicht, weil noch... Och, warum ist denn jetzt das Idiotenportal da an? Ich habe gerade mit der Hand drauf gezeigt. Warum? Was ist denn das? Oh, oh warte mal, dann muss ich jetzt das ernsthaft so gut durchplanen, dass das passt? Oh. Ich hätte einfach nicht die Gestalt wechseln dürfen. Mann! Warum ist dieses fucking Idiotenportal? Da ich mir das auch nicht aussuchen kann. Ich will eine richtige Portal Gun haben. Nicht nur so ein Mist hier, so einen billigen Abklatsch, der das nicht richtig kann. Ich will ein Ding haben, wo ich meine blauen und weißen Portale, blauen und orangen Portale richtig festlegen kann. Hier nicht immer nur damit rum experimentieren muss. Das ist total lästig. Ah! Kann ich einfach meine Statue. Kann ich einfach meine Statue durchs Portal schieben? Dafür sind doch die Dinger hier eigentlich gut, oder? Ach, scheiße, das war der Plan, ne? Kann das sein, dass ich voll geschummelt habe? Nee, hä? Also theoretisch hätte ich auch mit dieser Plattform da, hätte ich rausziehen können, mich draufstellen können und dann die Plattform durchschieben können. Und das war ja eigentlich totaler Quatsch, weil das war ja gar nicht notwendig. Ja, wie habe ich das eigentlich gemacht? Wie bin ich hier rüber... Wie bin ich mit der echten Gestalt hier rübergekommen? Ach, mit dem Portal, genau! Das war hundertprozentig nicht so geplant. Hoffe ich zumindest. So, warte mal, jetzt hier mal diesen Move hier. Dann hier. Warte mal, hier unten das zweite Portal. Dann bleibt das Portal da. Ja, ich brauche auf jeden Fall auf der anderen Seite, so. Mann, jetzt totbrühe dich. So, dann hier kann ja ein normales Portal. So, dann kann ich erstmal Kopie zum Nummer 2 kann loslassen. So, dann können wir hier... Hä? Also irgendwie lässt der Kuh immer los... Was? Was? Okay, jetzt habe ich richtig gegen den Baum gefahren, glaube ich. Wo bin ich jetzt? Auf welcher Seite? Ich meine, auf jeden Fall müsste ich hier... Achso. Gut, ich bin jetzt auf der falschen Seite. Das ist ja gut zu wissen. Aha. So, das ist also die falsche Seite. Dann muss ich durch dieses Portal. So. So. So, jetzt ist natürlich das Portal hier... Oh, jetzt kann ich... Ich kann jetzt nicht ernsthaft die... Oh. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen Überlegungsarbeit hier leisten. Ich kann das Portal, also das Portal ist jetzt das Neueste. Das da hinten ist das Zweitneueste? Ja, warte mal. Ich habe ja gerade durch das Portal hier ein neues Portal geschossen. Vielleicht hat sich das andere geschlossen. Ja, dann ist das... Ja, okay, jetzt ist es richtig. Jetzt ist es richtig. Oh, ich werde angeschrieben. Oh, warum macht er denn sowas? Immer wenn ich wieder vergesse, Skype zu muten. So, jetzt. Problem ist bloß, wir sind, glaube ich, ein Stück außer Reichweite, oder? So, warte mal. Jetzt müssen wir doch einfach nur noch mit der zweiten Statue das Portal freischieben, oder? Ja, das hat funktioniert. Ja, aber ich sag, sehe ich jetzt nicht so richtig, was das jetzt bringt. Also wir haben jetzt hier so ein klasse, so ein Reinigungsteil, aber... verdammt. Aber so richtig unglaublich viele Punkte bringen tut das auch nicht, ne? Weil es jetzt schön, dass wir da drin jetzt so ein Reinigungsdingens haben, aber... Man hat ja, hier wollen wir mal kurz meine Gestalt wieder verlassen. Alter, dieses Rumgerät hier, das ist... Ach! Ach so! Oh.
Ach so, okay, es geht schon. Ach so, hier war ja eine Öffnung, Mensch. Ja, das macht es natürlich erheblich einfacher. Ja, kick mal in der Schau. Und nu? Dann haben wir jetzt hier ein Portal, das ist ja prächtig. Und das können wir jetzt hier wahrscheinlich durchballern. Das ist ja prächtig. Schön, schön, schön.